Ja, wir werden dich zwangsimpfen. Bist du zu Hause? Hallo, wir sind der Impftrupp. Dann haben die Leute alle so gesagt, ey Mann, voll die Paranoia und voll die Panik. Und dann habe ich so gesagt, ey Mann, Alter, das ist voll gerechtfertigt. Alter, dass ich hier voll die Panik mache, Alter! Ich bin's Mario, Porco Dio, Vaffanculo, wacht endlich auf, ey, fucking shit. Ich wurde geimpft. Ich habe euch gesagt, lasst euch nicht impfen. Ich habe euch alle gewarnt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Menschen wissen gar nicht, was es bedeutet, frei zu sein und das eigene Gehirn zu benutzen. Ich glaube, die Menschen gucken viel zu viel Fernsehen und das Fernsehgerät ist mittlerweile das Hirn der Menschen geworden. Kann das sein? Spieglein, Spieglein an der Wand, warum ist der René trotz Diktatur so entspannt? Weil ich genug zu kiffen hab im Schrank. Und dann kam das Willi-Virus. Und dann kam das Willi-Virus. Genau, wir hatten Angst. Ich hab mich. Ich hab mich. Illuminati. You come to take my dope. You can take my heartbeat. But you can't take my dope. Ja, kommt schon. Immerhin einer, der sich darum kümmert, dass ihr was zum Lachen habt. Denn ich bin der Staat. Ich kümmere mich um mein Volk. Ich bin's, das Coronavirus. Nein! Ich meine natürlich, ich bin's, das tödlich Coronavirus. Yeah! Wie lange wollt ihr das Spiel noch mit euch machen lassen? Merkel sagt gerade, sie können kein Datum nennen, wann das normale Leben in Deutschland wieder losgeht. Merkt ihr es nicht? Merkt es nicht, dass das hier eine weltweite Verarschung ist, eine weltweit angelegte Propagandaaktion gegen unsere freiheitlichen Rechte?